Moin liebe HiFi-Freunde, willkommen zu einem erneuten Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Max und heute dreht sich alles um HiFi-Lösungen bis 3000 Euro. Viel Spaß beim Video. So Freunde, wie eben schon erwähnt, dreht sich heute alles um HiFi-Lösungen bis 3000 Euro. Also wer bereit ist, 3000 Euro auszugeben, für den haben wir heute hier etwas vorbereitet. Das ist auch der Anfang quasi einer kleineren Reihe wieder, Lösungen bis 3000 Euro. Das Ganze bezieht sich natürlich auch dann dementsprechend auf HiFi, analog, digital, aktiv, passiv oder halt auch eben auf Heimkinobereiche, dass wir einfach eine Lösung anbieten für diejenigen unter euch, die bereit sind, 3000 Euro zu investieren für ein geiles HiFi-Setup oder halt eben Musik-Setup zu Hause. Es wird darauf natürlich noch eine Reihe folgen für diejenigen, die bereit sind, noch mehr Geld da rein zu investieren. Aber dazu kommen wir später. Wir konzentrieren uns nun heute erstmal auf das neue Video in der neuen Reihe und zwar HiFi-Lösungen bis 3000 Euro im Digitalbereich. Für diejenigen, die sich jetzt schon wundern, ihr habt ja gar keinen Plattenspieler aufgestellt, ich höre gerne Platte, kommt natürlich dann auch noch im analogen Bereich. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen was zusammengestellt, was wir hier so im Laden haben. Wir haben natürlich noch etwas mehr, nur ich kann jetzt nicht zu allem immer was sagen, ansonsten wird das Video einfach zu lang und wir möchten natürlich euch nur so einen kleinen Grundbaustein nennen, was man bei uns denn alles so in diesem Bereich Cooles findet. Ich finde zum Beispiel, dass man bis 3000 Euro schon was richtig Anständiges hat. Man macht richtig Spaß zu Hause mit den Geräten, mit den Lautsprechern, mit dem Verstärker. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, das ist jetzt immer nur meine Empfehlung. Ihr könnt das natürlich aus Hörgründen anders sehen, genauso wie meine Kollegen auch. Ich sage es euch heute so, wie ich darüber denke. Wir fangen einfach mal an. Dafür nehme ich den nochmal darunter. Der gehört nämlich eigentlich zu der gleich. Komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Wir fangen erstmal so ein bisschen an mit den Verstärkern. Was haben wir für Möglichkeiten? Ich fange natürlich erstmal an mit dem C368, denn das Gerät hat eine Besonderheit. Übrigens Besonderheiten, da die Module, dazu gibt es ein extra Video auf unserem Kanal. Ich hoffe, dass der Kameramann das da oben reinkriegt oder da oben, dass es euch schnell angezeigt wird in den nächsten Videos. Da könnt ihr euch die ganzen Module einmal angucken und in welchen Funktionsbereich die sich befinden. Also, Verstärker NAD C368 liegt bei 1000 Euro. Dazu können wir uns dann natürlich auch das MDC BlueOS Modul zulegen, womit wir dann streamen können. Also wir haben dann einen vollständig streamingfähigen Verstärker, wo wir kein Extragerät für brauchen. Erstmal, das ist ziemlich cool. Was wir dann über App steuern können, was ich auch ziemlich cool finde. Dieses extra Modul liegt dann bei 499 Euro. Also haben wir einen Verstärker mit Modul für insgesamt 1500 Euro ungefähr. Dazu braucht ihr dann natürlich nochmal Lautsprecher. Wir haben jetzt hier einfach mal Regallautsprecher und zwei Standlautsprecher hingestellt. Einmal von der Marke Monitor Audio aus der Silver-Serie ein Regallautsprecher, ein B&W Regallautsprecher aus der 600er-Serie und dann noch einmal ein Bronze 6 und ein Aeromax 6 von Cambridge Audio und nochmal von Monitor Audio. In meinen Ohren auf jeden Fall Monitor Audio und B&W 600er Serie die geilsten Einsteiger-Lautsprecher, die es momentan am Markt gibt, wie ich finde. Jetzt mal von den Direkttrieblern abgesehen, sondern wirklich die, die man so im Fachhandel findet. Aeromax 6, auch ein Hammer-Lautsprecher, wie ich finde, habe ich natürlich ganz vergessen. Hier stehen meiner Meinung nach die besten Einsteiger-Lautsprecher, die es momentan so gibt. Wir können jetzt natürlich auch mit dem NAD an die ran. Ich gebe euch mal ungefähr eine preisliche Vorstellung, das blenden wir hier auch im Video ein. Der Silver 100 liegt preislich bei 950 Euro das Paar, ganz genau. Dann haben wir nochmal den 606, der 606 liegt bei 700 Euro das Paar, roundabout. Dann haben wir nochmal den Bronze 6, der liegt ein bisschen über 1000 und den Aeromax, der liegt genau bei 1000 Euro das Paar. Ich habe immer von Paarpreisen gesprochen, dass ihr auch eine Vorstellung habt, ist es jetzt Stück oder Paar? Natürlich Paar, wir hören mit zwei Lautsprechern Musik. Also haben wir hier die Möglichkeit, schön zu kombinieren in Regallautsprechern und Standlautsprechern. Sind dann, wenn ich jetzt mal, ich mache einfach mal ein Beispiel, wie wir kombinieren den C368 mit einem BlueOS-Modul, mit dem C538 CD-Player, den ich leider heute nicht da habe. Gestern stand er noch in der Ausstellung, der hat mir ein Kollege gemobst oder verkauft. Mit dem C538 CD-Player und mit einer Bronze 6, mit dieser, mal angenommen. Haben wir das Budget von 3000 Euro fast ganz ausgereizt, da liegen wir bei 2935 Euro. Was können wir aber? Wie eben schon erwähnt, Streaming, Verstärkung mit Hammerklang. CD abspielen können wir auch noch, aber wir sind voll digital unterwegs mit CD und Streaming. Haben einen coolen Standlautsprecher dabei
Und das Ganze für unter 3.000 Euro. Und glaubt mir, damit habt ihr schon richtig, richtig viel Spaß. Das ist meine Idee. Jetzt gehen wir einmal runter. Man muss natürlich auch immer ein bisschen Auswahl haben. Rotel 11er Serie. In meinen Ohren momentan im Einsteigerbereich, sage ich jetzt mal, Einsteiger ist immer so ein blödes Wort. Das ist einfach kostengünstigeres HiFi, was für den Preis schon so richtig, richtig cool ist. Die 11er Serie von Rotel, auch ein ganz klarer Favorit von mir. Leider kein Streamer mit dabei. Da hat man aber dann natürlich dann den Vorteil, dass wir mit dem Bluesound Note, den wir da ganz einfach analog anschließen können. Das ist nämlich, wir sind zwar digital unterwegs, aber der Verstärker kann nur analoge Anschlüsse, also stellt nur analoge Anschlüsse bereit, quasi nur Shinch-Anschlüsse. Wir können aber aus dem Bluesound ganz klassisch auch per Shinch rausgehen, daran anschließen und haben dann auch einen vollständig streamingfähigen Verstärker. Wer dementsprechend vielleicht schon ein Sonos-System zu Hause hat, der kann natürlich dann hergehen und sagen, man schließt sich jetzt den neuen Sonos-Port an. Der Port liegt bei 449 Euro, wenn wir uns den dazu holen möchten. Der Sonos Note, sag ich schon, der Bluesound Note 2i liegt bei 549 Euro. Der Rotel A11 Verstärker liegt bei 699 Euro. Der CD11 liegt bei 499 Euro. Und weil es da schon sehr schön dazu passt, nehmen wir einen B&W-Lautsprecher, den 606. Als Beispiel, wie gesagt, das ist immer Geschmackssache, finde ich aber eine sehr schöne Kombi, liegen wir dann bei 1.898 Euro. Wir müssen dann natürlich noch den Bluesound Note 2i dazu rechnen mit 550 Euro, wenn wir streamen möchten. Wenn ihr sagt, nee, ich höre nur CD, fällt der natürlich weg. Und dann haben wir ungefähr circa von 2.300, 2.400 Euro einen Gesamtpreis für die komplette Anlage im digitalen Bereich. Ihr habt natürlich immer sehr schöne Möglichkeiten. Das muss natürlich nicht immer bei digital bleiben. Ihr könnt natürlich auch, denn der NAD, ich glaube, ein bisschen schwierig, den jetzt hier rauszuziehen, der kann auch Phono. Also ihr könnt auch euren Plattenspieler daran anschließen zum Beispiel und könnt dann aus der Digitalanlage immer erweitern. Wenn ich jetzt aber doch sage, ich nehme jetzt noch einen Plattenspieler dazu, noch ein System dazu, wenn ich das brauche, sprengt das ein bisschen unser Budget von 3.000 Euro. Wenn ihr zu uns in den Laden kommt und sagt, pass auf Max, ich möchte 3.000 Euro investieren in meine Anlage, kann ich euch natürlich jetzt nicht alles bieten. Ja, wir werden es dann natürlich erstmal auch mal richtig machen, vernünftige Komponenten dazulegen und dann nochmal eventuell könnt ihr einen Plattenspieler euch zum Geburtstag wünschen und so weiter. Oder ihr sagt, ich will in einem Jahr nochmal investieren, dann könnt ihr das natürlich nochmal immer weiter erweitern. Das bleibt nicht da stehen. Dann nochmal ein kleiner Tipp von mir. Die Rotel-Kombi mit den Cambridge-Audio-Lautsprechern. Richtig cooler Klang. Klingt schön britisch, perfekt für so rockige Musik, muss ich sagen. Nochmal ein kleiner Tipp von mir an der Seite. Das war ein schnelles Video, auch schnell erklärt, glaube ich. Meine drei Highlights im Bereich Digitalverstärker oder Digitaltechnik im kompletten Funktionsumfang der Anlage. Das nächste Video dreht sich dann logischerweise um analog. Wir machen immer digital analog, aktiv passiv sozusagen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne Fragen in die Kommentare rein. Falls ihr eventuell einen Hörtest haben möchtet, wie wir das bei dem TRD-Video mit Dimi schon gemacht haben, schreibt gerne unten in die Kommentare, was euch interessiert. Schreibt Fragen rein oder besucht uns einfach auf unserer Website www.fidelity-h.de. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.